Das ist Programm Nummer 40 über den Lukasbrief. Jün Redner ist Johann Dett. Das letzte Mal, als ich zu Jün red, hielt ich bei Lukas Kapitel 12, 1 bis 12 ab. Dort ging dort über das Bekennen für den Menschen. Jesus sieht dort sehr strenge wird, dort wann wir am nicht für den Menschen bekennen würden, dann wird er uns auch nicht für seinen himmlischen Vater bekennen. Ich leibe ein von den geratsten Troubles mit dem Bekennen ist dort. Dort viele, was sie Christen nennen, sich aber gar nicht sicher sind, auf ihre Sünden verjäft sind, in Gott an aus Tschinger angenommen haft. Wer innerlich keine Gewissheit haft, auf ein Kind Gottes ist, der kann ja gar nicht Jesus aus seinen Haaren für den Menschen bekennen. Dort wäre ihn erst dazu neidig, dort wie das erst daunen, dort wir uns erst den Herrn im Glauben hingeben. Dann, wann wir geistlich nie geboren sind, können wir auch den Herrn bekennen. Von der haben wir einen Aufschnitt, wo Jesus über ein sehr wichtiges Thema redet, und dort ist das Geld in das Familien, und auf die Christ dort noch trachten soll. Du meinst vielleicht, dort geht die nicht viel an, willst du mal wenig Geld hast. Dort geht aber nicht darum, wo viel Geld wir haben, aber wo sei wie nur das Geld in die Dinge hängen raun sein. Alle wehen, wo Jesus hinging, wollen die Menschen Wort von ihm. Viele wären krank und wollen geheilt sein. Andere wären von bei sie Jäster besäten und möchten jeren frei worden. Dann wären doch so eine Menschen, wat haben wollen, he soll an bei ihre Streitigkeiten mit andere Tracht halten. Sie wüssten, dass Jesus gereicht wir, und nur das Rechte seine wird. Und so kommen wir dann bei Verstrettien im 12. Kapitel von Lukas. Das sagt er so. Dann seht einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sei meinen Bruder, dass er sich das Aufgut mit mir teilen soll. Wir weiten nicht, was hier alles zwischen diesen Mann und seinen Bruder passiert wir. Vielleicht wird die Bruder wirklich unabrechtig, und prüft das Aufgut, alles für sich zu behalten. So hört sich dort an diese Wieder von diesen Mann. Hat jemand daran gedacht, wo ferken dort in Familien Streitigkeiten über das Aufgut jeft? Das jeft so, dass die Schwester nicht mehr euren anderen taub kommen können, weil sie sich über das Aufgut gestritten haben. Einstmal haben gewisse Kinder einen guten Grund, ihre andere Geschwister zu beschuldigen, willst du wirklich Unabrechtigkeit im Spiel wir? Wie andere oberhalten die Striderien einen ganz falschen Grund. Dort ging darum, dass gewisse Geschwister so seien um Geld hingeran wären, dass sie irgendwas deiden, um ein bisschen mehr für sich zu kriegen. Wo dort mit diesen Mann stund, wort nur Jesus chaim, kämmt uns das meist so fair, dass dieser ein ungesundet Verlangen nur Geld in Familien haut. Dort schau wie seinen und die Antwort, wat Jesus am gauf. Dort lesen wir dann in Vers 14, wo dort sagt, aber hei seht zu am, Mensch, wer haft mit dem Rechte ewer jü gesagt, oder jü ne Orbschaften anzudeilen? Jesus kun ja an diesen Mann sein Hort in anchecken. Wir lesen Vers 15, dann seht ihr zu an, seht versächtig, paust ab, dort je nicht jitzig wollen. Das Menschenleben hängt nicht davon auf, dort hei fehl besetten dat. Hei will sich nicht an so ne Striderien in anloten, willst de gewöhnlich bloß to noch mehr Strid führen. Jesus will gekommen, Menschen zu raden, nicht er jeds zu unterstatten. Uns Leben hängt nicht davon auf, wo viel Geld oder Familien wir haben. Aber für viele Menschen ist das gar nicht so klar. Sie denken bloß immer an ein Ding. Sie wollen mehr Geld oder mehr Land haben. In so einer reicher Mann, was ein Millionär wäre, wurde mal gefragt, wie viel Geld braucht einer, was einer zufrieden ist? Seine Antwort wäre, ein bisschen mehr. Als Jesus diesen Mann dort gesagt hat, vertellt er das folgende Geschichte. Und wir lesen nun Vers 16 bis 18 wieder. Und er vertalt an ein Gelegnis und seht, du wie ein reicher Mann, der von seinem Land eine große Ernte gekriegt hat. Er dacht bei sich selbst, was er tun soll, denn er hat nicht Speckerrühm genug,
de arenden aan te brengen. Dan zei hij, dit is wat ik doen wil. Ik wil mijn spekjes doorbreken in je raadtribuen, en daar benen wil ik al mijn getreden in mijn zaken houden. Wie zullen ons vragen, wat des man dan verschlechtet gedonen had, wie's Gott nannt am Lothar in Noah? Wird wie nicht alle dasselbe gedonen, wann wie ne graute Arend schreien? Doran lach nicht seine Sünd, dort hei de Arend anspeckeren deid, dort hei nicht verkeim. Seine Sünd lach en wat andert. Wie lesen nu verschneentien, wo des man widerredt. Und dann wo ek zu meine Seil seien, Seil, du hast für viele Jahren in grauten Fährrot abgespeckert. Nu sie ruhig, at und drink, und sie mautig. Hier sei wie dessen Recken Mann seine Anstellung. Hei docht bi all sin Gleck blaus an sich. Wat hei do alles unger Dag gebracht hat, wie blaus für sich. Hei docht nicht an die Arme und die Hungerje. Wat hei do abgesammelt hat, soll am dort nu für viele Jahr Schein gone loten. Hei will sich nu bloß für sich in scheinen Dach leben, aber an Gott und an andere Menschen hat er noch gar nicht gedacht. Hei hat noch nicht einmal an seine jene verlorene Seil gedacht, dort hei sich für das Sterben soll reinmerken. Dort kann einer sich bloß in dit Leben reinmerken, wann einer ewa seine Sünden büße deit, in Jesus aus Rade im Glauben annimmt. Aber zu dieser Anstellung hat Gott eine Antwort. In Vers 20 lesen wir dann, Gott aber seht zu ihm, du Noah, diese Nacht wird deine Seil von dir gefordert worden. Und wer wird er dann schreien, was du wachgeleicht hast? Gott nennt so was eine Dusseligkeit. Er nennt einen Noah. Wann wir an einen Noah denken, dann denken wir an so eine, was wenig weit, in sich selbst nicht weit fährt zu stohnen. Aber des Mann wird doch reich und hat sich sehr gut noch fährt gebracht. Woran wird Gott am in Noah nennen? Die Antwort liegt an den letzten Satz, dort er diese Nacht sterben wird, und wer wird dann dort alles schreien, was er sich abgesammelt hat? Des Mann wie in Noah, will sie bloß an sich docht und an das Karte leben. Dort wie aus wann hei dort ganz verjeten hat, dort hei zu irgendeiner Zeit sterben kann, und dort sein ganzer Fährrot verarm, dann ganz verjeft wir. Wie sie bloß an sich docht, hat er auch für andere nicht ewig. Hei hat verjeten, dort hei sich innerlich soll reitmerken, Gott zu bejenen. Hei hat nicht einmal daran gedacht, wem sein Geld in Familien gehören wird, wann hei erst dort wir. Wann hei ober sein Leben im Glauben hat Gott geschenkt und mit seinen Familien für Gott gearbeitet hat, dann hat er könnt anders sein. Jesus schlitt diese Geschichte dann mit dieser wieder auf. Vers 21. So wurdet die gonen, die für sich selbst in Schatz wachleihen und ober für Gott zu besäunen nicht reck sein. Dort stellt uns für die Frage, wer von uns erst für Gott zu besäunen reck? Die Bibel ist doch ewa sehr klar. Sohne Menschen, wat ware geboren sind und sich Jesus im Glauben hangejeft haben, sind die rechste Menschen, wat het jeft. Paulus trägt dort in 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9, sehr klar uit. Denn je sind mit unseren Herrn Jesus Christus seine Genot bekannt. Wann he ook reck wir, wart he am anset halven Arm, dat wie der seine Armout können reck worden. Dit is de jeistelige Rechtum, wat ons alle fehlt, wann wir eine Ewigkeit wollen bei Gott sein. Ich hab nu ne Frage an die. Wofür lebst du von dir? Ist de Schatz, wofür du lebst, an dat Geld und an diese irdische Dinge? Da bennen es kein Leben für de Ewigkeit. Weil wir uns doch an Tiet für de Ewigkeit reinmerken. Als Jesus diese Geschichte vertelt hat, nahm er diese Gelegenheit wahr und belehrt seine Jünger über das Geld und das Familien, wo nur wie Menschen so sehr trachten. Wir lesen nun Vers 22. Dann sagt Jesus zu seinen Jünger, darum sage ich euch, sorgt nicht über jün Leben, was ihr eten wollen oder über jünen Lief,
wat je aantrekken zal. Heb je mal daran gedacht, dat ons ongeloven ons am meesten daartoe drift, dat we verken falsarien zijn? Wer nicht veel geloven heeft, dat God voor hem ver zijn wordt, die jan ja is ook je weinig met sarien gepleegd. Krijg diesen trubbel, redt Jezus hier aan. Hier jij het doorom, dat we op de duren ongelacht zijn, over dat eten en de kleider wat ons fehlen. Wie würden vielleicht meinen, dat diese Art sarien nicht so schlimm is, als die van den rijken man, die bloß daran dacht, wat hij alles versekt taubsporen wil. Aber is dat zo veel anders? Die sind van den rijken man wie, dat hij bloß an zichzelf dacht, en wou hij kon goud verzorgd blijven. Wie aber daunen verken hetzelfde, wann wir ook nicht rijk zijn, en ons am vele spekjes kämmeren matten, dou wie datzelfde, wann wir ons während weich über eten en kleidung sorgen. Wie denken dabei ook den Tiet Eva an ons, en haben door der scheine Tiet an dat Wichtigste im Leben te denken, an Seelenheil, en wo wie andere halpen kennen, wo dat schlechter jäht als ons. Door wie ein halt Jesus seine Jünger in Vers 23 denken, dat Leben is meier als dat Eten, en die Lief meier als die Kleidung. Hij wil sagen, dat ons Leben in veel hecheren Zweig haft, als nur dat Büterliche immer während weich te trachten. Dann jaft Jesus ein Beispiel uit de Natur. Wir lesen Vers 24 wieder. Kijkt nur die Krauen, die säen nicht, en ernten ook nicht, en die haben nicht Speckers oder Stahlinger, en doch jaft Gott an ihr Fauda. En woviel meier sei je doch wird aus de Feriel. Hij nimmt hier eind van de bekannteste Feriel als Beispiel, en dat is ne Krau. Ne Krau is nicht ein besonders schmackert Feriel. Dat is ook bestemd nicht eind van de kliegste Feriel. En doch ne Krau kämpt Gott durch het Leben. Die brugt keinen grauten Feerrot. Die Krau verlaat sich doorab, dat Gott für haar sorgen wordt, en hij deed ook. Wann dat so is, dann soll wie als Menschen umso meier ohne sorgen op Gott vertrauen, wils en Gott seine Uhren, so wie viel meier wird, ook wichtiger als de Feerrot. Wer von uns is nicht zu Tiden mit sorgen gepleegd? Ik weet dat ik ziemlich damit gepleegd zie, besonders wann viele Dinge so unsicher sind. Aber wat helpt dort? Jesus jaft in Vers 24 und 26 in golden Grund, warum wir nicht sorgen sollen. Da sagt er, wer kann sein Leben durch im Sorgen eine Stunde anlängen? Wann die so eine Kleinigkeit nicht vor dich bringen, warum dann eben dort andere sorgen? Dort ist eine sehr gute Antwort, nicht wahr? Ist das nicht sonderbar, dass wir leben durch uns sorgen, wo wir eine Sache ändern? So entjaftet aber nicht. Wann wir uns leben durch im Sorgen nicht einmal ein kleines Bätschen anlängen können, warum sorgen wir dann über andere, so ist über das Eten und über die Kleider? Dort gleichweg kann keiner von uns beantworten, wie's wir so wenig Glauben haben und uns lieber ab uns selbst verloten möchten, als ab Gott zu vertrauen. Aber Jesus ist mit dieser Lektion noch nicht durch. Nu brückt er als Beispiel die Lilien. Die Lilie ist mal eine Plant, eine Blum, und hat noch weniger Verstand als eine Kräu. Er sagt in Vers 27 und 28 so, kijkt nur die Lilien, wo die wachsen, die arbeiten nicht und spannen nicht. Und doch sage ich euch, dass Salomo in seiner Herrlichkeit nicht einmal so stramm gekleidet wird als ein von dir. Wenn Gott das Gras auf dem Stab so kleiden wird, was von dir auch hier ist, in morgen im Ofen geschmeten wird, wo viel mehr wird er jü dann leiden? O, wo erst jün Glauben doch so klein? Hei je gemerkt, dat Gott strome Kleider leicht? Jesus sagt, dat Gott die Lilien noch stromer kleiden dat, als sogar die Channing Salomo, wo zu dei Tiet der rechste Channing ab Erden wir. Jo, Gott gefällt dat Scheine in dat Schmacke, aber wat am dollsten zu wundern ist, ist, dass er diese wunderscheine Kleider die Blumen jaft, wo sich darum noch niemals gechammert haben. Sie nehmen die scheine Kolieren einfach so an, als Gott an die jaft. Salomo aus Channing, wie auch sei er die in Schein gekleid,
aber das kost am viel Geld und mir, und doch wir hier lang nicht so schmack angetrocken aus de Lelien. Wat aber am dollsten de wodern es, dat Gott dit alles für die Planten deit, wat aber seier Baul aufgeheft und verbrannt worden. Wie würden sein, dat lohnt je sich gar nicht, so ne anbedienende Planten aus ne Lelie so schmack te kleiden. Wann dat so es, dann soll wir doch anseinen, dat Gott umso meier vor uns sorge wird und uns scheinet jeven wird, wils wie an seine Uhren doch viel meier wird sein als de Planten. Aber so ist Jesus all seht, uns geratstet Problem es, dat wir so wenig Glauben haben. Dur werden sie wie Firken so sehr voll sorgen. Der reiche Mann in unserer Geschichte, wo verloren ging, hat sich dort für sein ganzes Leben schwor gemerkt, wo er kann zu meiner Familien kommen. Zu guter Letzt musste er sterben, ohne dass er angeworden wäre, dass er sich gar nicht hat musst während weich über sonst sorgen, aber dass er seine Zeit hat besser verbrücken könnt, indem er für Gott arbeiten deit. Dur wehen, sagt Jesus nü zu Latzt, merkt ihr dort nicht schwor dort ewa, wat je eten und trinken sollen? Sorgt du nicht ewa, nur all sauert trachten de Heiden in dieser Welt. Jün vorder weit, dort je dort alle brocken. Wer sich aus Gottes Kind betracht, der soll nicht so aus des recher Maun leben. Wer dort deit, der stahlt sich aber selb wie Staub aus de Heiden. Die Heiden wären die Menschen in Jesus seine Tiet, wat nicht Juden wären. Sohne Menschen wüssten je wenig nuscht von en gnädigen Gott. Die Heiden hoden allerhand Jetta, aber nicht in leiftoljen himmlischen Vater, wat für an sorgt. Wann wir bloß immer an dat irdische denken, en wo wir können meier Geld und Familien kriegen, dann bewiesen wir damit, dat wir so sein aus de Heiden, die keinen Gott haben, der an versorgt. Jesus geht dann wieder und sagt in Vers 32, Fährst du nicht, kleine Herd, willst du ein Vorderwort jün dort Reck geben? Jesus hat gerotz von den Recken Maun geredet, wot aber nicht an Gott gedacht hat. Nu woll er haben, dat seine Jünger sollen begriepen, dat sie nuscht nicht zu sorgen haben, wann einer auch arm wär. In dit Leben hab ich vielleicht Angst, dat wir nicht wollen genug zu eten haben oder genug Kleidung, aber wann wir Kinder Gottes geworden sind, dann schaffen wir uns freien, dass Gott nicht bloß für uns sorgen wird, aber er wird uns auch sein Reck geben. Dort meint hier sein Gottes Reck. Wir können Glieder sein an sein wunderbares Reck, wat nu all in diesem Leben anfängt, und nur die Zeit, wann Jesus wahre kommt, werden vollständig erleben können. Wann dort so ist, wo sollen Kind Gottes, wat dit Reck oven soll, dann nu leben. In Vers 33 beliert Jesus an der Eva. Er sagt, verkeibt, wat je haben und jeft Almosen. Mögt je tauschen, wat nicht verkommen, in en Schatz zu bernen, wat am Himmel nicht aufnimmt. Sound, wo die Dive in Reibasch nicht hinaun kommen, in Sound, wat Matten nicht verfreten. Ich glaub nicht, dat Jesus hier meint, dat wir sollen unsere Formen verkeipen oder uns Hüs und dann alles wahrgeben. Wenn einer die ganze Schrift in Betracht nimmt, dann schient Jesus hier zu meinen, dat uns diese Dinge, so's Formen, Hisa, Geld und Familien, uns nicht so wichtig sollen sein. Wat uns viel wichtiger sein soll, ist, dat wir andere helfen, dort wo dat fehlt. Wie weiten, dat es sehr viel Notgift in dieser Welt. Wir sollen ganz und gut dafür leben, dass wir diese Not in der Welt helfen zu lindern. Dann sagt er, dass wir eine Himmelsbank taubsporen sollen, willst du erst das sicher. Du wird es nicht auf einmal verloren gehen oder verkommen. Ein Kind Gottes lebt hier all für die Welt, wat noch kommt. Nicht bloß für dit karte Leben, wat bald vorbei ist. Dann sagt er zum Schluss in Vers 34, Willst du, wo jün Schatz ist, du wird auch jün Hort sein. Dit ist ne wichtige Lehre. Erst dat nicht so, dat wir uns dat dollste am dort kämmern, wat uns dat wertvollste ist? Du wärin mat wie dann abhausen, dat uns die Dinge in dat Geld von dieser Welt nicht dat wertvollste ist,
wils dan wat ans horten tiet ewa doron hängen. Nee, ans schaut soll im Himmel sennen, wils dan wo wie ook de dolste Durno trachten, wat ans im Himmel kon in schaut jeven. Wat ja wie dan uit deze Wieder van Jesus leeren? Dat eerste wat ik hier sei is, dat wir rek zellen worden voor Gott. Dat meint, dat al dat Sichtbare en Irdische zal bij ons nicht so wichtig sein als dat Geistliche. Dat meint, dat wir dat ganz eerste am de Radung van onze Seil in de Seilen van andere bedürt zellen sein. Dat meint ook, dat ons dat Seier daarom is, dat Gott zijn Wellen hier op Erden gedonen wordt. Dei Janja, wat bloos immer an sich denkt, dat am de Schein jet, dem nennt Gott in Noah. Zweitens, Jesus lehrt uns, dat wir dat nicht neidig haben, ewa unsen derchlichen Verrot te sorgen. Dat meint nicht, dat wir nicht arbeiten sollen, um ans Leben te verdienen. Dat meint aber, dat wir uns nicht sollen ständig ewa diese Sachen grämen en bloß immer nur meier trachten. Wir sollen lehren, ab Gott te vertrühen en ook den Glauben eiven, dat hei ans Wort versorgen. Drittens, dort, wofür wir leben sollen, ist eine Ewigkeit, nicht hier ab Erden. Du soll uns hört sennen, nicht ob ich hier ab Erden kann zu meiner Geld kommen, aber wo ich mein Geld so brücken kann, dort einer am Himmel können Schatz abbühren. Jesus schlaut diese Rede dann mit dieser wieder auf, aber tracht nur dort Gottes Recht, dann wo je dit boven hernschrien. Wer sich das erste am Gott in seinen Wellen hier ab Erden jammert, dem wird er alles geben, was er zum Leben brückt. Weil wir uns in diesem nächsten Werk durcheinander, dort wir nicht sorgen und auch nicht den Jets unterstatten, aber dort wir uns Leben ganz entschieden den Herrn Jesus in der Hand leihen. Weil wir beten, lebe Herr, ich bete, dass du uns helfst, den Jets oft zu sein, dat wir abhören mit Sorgen und dat wir uns Leben die ganz eine Hang leihen. Amen. Wann je noch Fragen han, oder mit irgendwem reden mochten, über dort, wat je op dit Programm gehört han, dann schrief doch direkt an Jehondich, Box 361, Blumenurt, Manitoba, Kanada. R0A0C0.